Jasmin Wagner, die Blümchensängerin, sich verlobt. Erst im November letzten Jahres freute sich Jasmin Wagner, 42, über ihr erstes Baby. Ein Mädchen, dessen Namen sie bisher für sich behielt. Pünktlich zum Jahreswechsel die nächste frohe Botschaft: Die Blümchensängerin hat sich verlobt. Das verrät sie mit einem Schnappschuss ihres Ringes auf Instagram. Unter dem goldenen Schmuckstück, auf dem in englischen Buchstaben Mutter steht, rankt jetzt ein Diamantring. Dazu schreibt Wagner: Frohes neues YEAH, und fügt die Hashtags Ich habe Ja gesagt sowie stolze Mutter und zukünftige Ehefrau hinzu. Auch den Namen ihres Mannes, ein dänischer Modeunternehmer Mitte 30, der ihr vermutlich die Fragen aller Fragen stellte, hat Jasmin bisher nicht verraten. Die Beziehung bestätigte die Sängerin gegenüber Bunte im Dezember 2021. Sarah Connor, 42, ließ das Jahr mit einer Auszeit in den Bergen ausklingen. Gemeinsam mit Ehemann Florian Fischer, 48, und den beiden gemeinsamen Kindern Delphine, 11, und Jax, 6, sowie ihren zwei Kids aus erster Ehe, Tyler, 18, und Summer, 16, genießt sie einen actionreichen Skiurlaub im österreichischen Wintersportort Obertauern. Dabei entsteht auch eine echte Seltenheit, ein Foto der Sängerin mit all ihren Kindern. Guten Rutsch von Herzen, ihr lieben Seelen. Wir genießen unsere Auszeit im Schnee in Obertauern. Weil's beim Ski-Opening-Konzert so schön war, sind wir ganz spontan nochmal zurückgekommen. Endlich Family Time, schreibt sie zu einer Reihe von Aufnahmen aus dem Urlaub. Eine davon zeigt sie und ihre Lieben in voller Skimontur vor traumhaftem Bergpanorama. So ganz ohne Zwischenvorfälle ging der Jahreswechsel dann aber doch nicht über die Bühne. Wie Summer in ihrer Instagram-Story zeigte, erlitt ihre Mutter beim Skifahren eine fiese Verletzung. Mein Kreuzband ist gerissen, mein Meniskus und mein Innenband im Knie habe ich mir angerissen, erklärt die 42-Jährige auf Aufforderung ihrer Tochter. Nun ziert erst einmal eine Schiene das Bein der Entertainerin. Haben Sie die Promi-News verpasst? Hier finden Sie die Promi-News der vergangenen Woche. Verwendete Quellen: Instagram.com.